Yo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Metal Spans von A bis Z. Ja, warum zwei Videos an einem Tag? Weil das erste jetzt wahrscheinlich nicht ganz so lang wird und ich unglaublich Bock habe, gerade was aufzunehmen, Leute. Das glaubt ihr mir wahrscheinlich echt nicht, weil ich bin gerade vor allem durch drin. Ich will was aufnehmen. Ich will mich einfach nur vor diese Cam hocken und ein bisschen über eine weitere Band reden, die ich unglaublich geil finde und die fast niemand kennt. Diesmal wirklich fast niemand kennt. Nämlich Crush My Love. Wie C. Halt die Fresse, Mann. Bitte. Ja, Crush My Love, eine Alternative Rock Band aus Kanada. Lasst mich lügen, aber ich glaube, sie kommen aus Quebec. Irgendeine Stadt, die ich schon mal gehört habe. Und ja, Leute. So, was gibt's groß zu dieser Band zu erzählen? Sie haben zwei Alben bzw. zwei EPs rausgebracht. Die eine habe ich schon mal gehört und die werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Und die andere habe ich noch nicht gehört, werde sie mir aber trotzdem kaufen. Ja, darum kann ich über ihre neuere EP Becoming nichts sagen. Und werde stattdessen nur ein bisschen über For Now bzw. For Now Akustik bisschen labern. Ja, beide, also For Now, die normale Version in ihrem Shop für $8, was relativ wenig ist. Oh mein Gott, ich war schon wieder unscharf. Ich muss dieses Video übrigens gerade zum zweiten Mal aufnehmen, weil ich im Video davor so unglaublich unscharf war. So. Es sind 7 Songs. For Now, Anchors Make Good Shoes, Disappear, Barricade, Smoke and Mirror, Bridge and River. Ja, ich habe jedes dieser Lieder schon gehört, beziehungsweise For Now nur Akustik, Disappear nur Akustik, Barricade nur Akustik, Smoke and Mirror, Bridge und River. Smoke, River auch noch Akustik, den Rest so. Da ich finde, sie sind einfach Akustik, in was diese Lieder angeht, um einiges krasser und was viele Lieder angeht, um einiges besser, was den Sound angeht und die Emotionen, die in diesen Songs eigentlich ausgedrückt werden, als mit E-Gitarre und E-Bass. Ja, diese Band besteht übrigens aus 3 Leuten, 2 Zwillingen. Ja, ich werde mir sowohl die normale als auch die Akustikversion downloaden. Darum kein Lieblingsalbum. Trotzdem Kaufempfehlung, alles was sie haben an CDs, an T-Shirts, unterstützt diese Band. Sie ist in Deutschland so unglaublich unbekannt und ich will diese Band einfach nur mal in Deutschland oder irgendwo in Europa sehen. Irgendwo. Ich fahre für diese Band selbst nach Frankreich. Wobei ich Frankreich echt gern mal wäre. Aber darum geht es gerade nicht. Ja, auf jeden Fall meine Lieblingssongs von dieser schönen Alternative Rock Band sind Oh My God, OMG, I Sell Comics und vom Album oder von der EP For Now. Ja, For Now. Ich glaube, das ist der Song, den ich mir wirklich am meisten von dieser Band anhöre. Und ich hoffe, ihr habt eine neue Band gefunden. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich sage, yo Leute, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Metal Spans von A bis Z. Ja, heute 2 Videos. Ich hoffe, euch taugt es. Und bis zum nächsten Mal. Serio.